Snake. Das können wir diesmal ruhig wörtlich nehmen, denn endlich geht es mal wieder über eine Figur was zu bequatschen. Erstmal danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Toy Review hier. Das heißt, entweder ihr seid richtige Motu-Fans oder ihr habt einfach nur keinen Bock mehr, Michel Tello auf YouTube anzugucken. Die erste Fraktion ist mir natürlich die liebere, Alex, die zweiten sind natürlich herzlich willkommen, auch hier zuzugucken. Einer von den Schlangenmenschen, endlich mal wieder einer, möchte ich fast sagen, zur neuen Motu Classics Serie, Cobra Khan nämlich. Ich habe mir im Vorfeld schon mal ein bisschen angeguckt, eine sehr gelungene Figur. Und wir wollen jetzt auch mal wieder keine Zeit verlieren und holen ihn aus der Packung. Ich begebe mich wieder hinter die Kamera und dann sehen wir uns gleich wieder. Erstmal. Da sind wir wieder. Figur vor der Kamera, ich hinter der Kamera, wie es sein soll am Toy Review. So, wir gucken uns mal ein bisschen den Blister an. Mal wieder, tja, nichts Besonderes, was den Blister angeht. Das ist der normale Standardblister. Hier hinten haben wir nochmal bei der Bio ein Bild von ihm. Sieht sehr retro aus, und zwar mit dieser Sprühfunktion. Er kann ja einen Nebel versprühen, der betäubt. Konnte er damals als Action-Feature mit Wasser machen. Und wir schauen uns mal ein bisschen die Bio an. Cobra Khan ist ja ein recht junger Snake Man, war damals nicht bei den großen Kriegen mit dabei. Und hier ist nochmal beschrieben, er ist ja letztendlich derjenige, der verantwortlich ist dafür, dass King Hiss aus seinem magischen Gefängnis befreit wurde. Und zwar hat er einen Einbruch begangen in die königliche Bibliothek, hat dort über King Hiss gelesen, was für ein großer Herrscher und Kriegsherr war, hat dann mit Hilfe von Skeletor und seinen Gefolgsleuten den Stab von Zodak in Besitz genommen und somit dann King Hiss befreit und auch die dazugehörige Armee, und seitdem strebt auch King Hiss auf Eternia wieder nach dem Thron. Liebe Fans, lasst euch gesagt sein, diese Figur lohnt. Und zwar definitiv, die war nicht umsonst auf Magic Collector wieder sehr schnell vergriffen. Schaut euch mal den Kopf an hier. Viele Details. Man hätte natürlich auch nur einen einfachen glatten Schlangenkopf machen können, aber das haben sich die Four Horsemen anders überlegt. Es sieht fast so aus, als ob hier, ja, das glaube ich ist sogar gemacht, dass hier dieser Teil des Kopfes extra moliert wurde und draufgeklebt wurde, weil hier hat man eine deutliche Kante, Unebenheit. Es ist ein bisschen angedeutet im Rachenraum, dass er mal diese Sprühfunktion hatte. Ansonsten der Kopf sieht wirklich echt gut aus. Schön reptilartig, schlangenartig, böse. Hier Brustkorb schön verziert. Dann hat er auch ein paar Besonderheiten. Diese Unterarme hatte bis jetzt noch keine andere Figur. Extra modelliert worden. Mit diesen Zacken, Stacheln, Schuppen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Der Rücken, wirklich alles sehr reptilartig aufgebaut mit Platten oder Schuppen. Die Wirbelsäule nachgeahmt hier. Und er hat auch extra angefertigte Unterschenkel. Die Füße, die gab es ja schon bei diversen anderen Figuren, zum Beispiel bei Merman. Und auch extra die Stiefel, die Unterschenkel, separat modelliert für diese Figur. Und er kommt natürlich nicht alleine, es ist Zubehör dabei. Mit dabei ist sein kleines Haustier oder Maskottchen Fang. Eine Eidechse, die er ganz geschmeidig um den Hals tragen kann. Mit vorne rausstehenden Zähnen aus dem Unterkiefer. Und schmaler, schlanker Figur. Auch hier ein paar Schuppen noch auf dem Rücken. Dann ist mit dabei die Waffe. Wieder eher retro-mäßig designt in leuchtendem Rot. Und hinten mit ein bisschen Orange verziert. Und der größte Grund, warum es sich lohnt, diese Figur zu kaufen, ist der extra Kopf. Er heißt ja nicht umsonst Cobra Khan.
sondern er ist ja wirklich eine Kobra und hat deswegen auch den Kopf mit aufstellbarem oder aufgestelltem Nackenschild. So, da haben wir ihn mit dem Kopf mit aufgestelltem Nackenschild. Er wird gleich eine ganze Ecke bulliger dadurch. Und das passt wirklich wie Arsch auf einmal, kann man hier fast sagen. Wie das modelliert ist, sieht wirklich echt genial aus. Also ich bin begeistert, auf jeden Fall. Die Waffe liegt gut in der Hand und lässt sich durch die Kugel, die hier unten ist, auch sehr gut in die Hand hineinschieben. Bei den letzten Figuren, zum Beispiel bei Fisto, da hatte ich eher so ein bisschen Probleme, dass da der Zeigefinger immer ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil der dann nach hinten weggeknickt ist, wenn man ihm das Schwert, man muss ihm das schon wirklich mit Gewalt in die Hand geben, er wollte es gar nicht annehmen. Den kleinen Kollegen hier, den kann er aber anscheinend nur wirklich tragen, wenn er den anderen Kopf auf hat, weil da stört dieser Nackenschild dann doch ein bisschen, weil da passt leider der Schwanz nicht ganz dazwischen. So, den kleinen Leguan hier, den legt man ihm einfach so um den Hals. Und er wird dann hinten mit dem Schwanz gehalten. Funktioniert wie gesagt nur mit dem kleineren Kopf. Kleinen Nachteil habe ich gerade gesehen, und zwar scheint er ein wenig an Gicht zu leiden. Und zwar ist er doch recht steif, also nicht so beweglich wie andere Figuren im Vergleich. Zum Beispiel lässt sich der Unterarm nicht weiter einknicken als so. Man sollte doch meinen, dass das hier noch wesentlich weiter nach oben geht. Und er lässt sich auch nicht bis ganz nach hinten ausstrecken. Also er kann eigentlich nur von der Position bis zu der. Das war's. Das ist ein kleines Handicap. Macht er aber durch das Design locker wieder wett. Hüft, Rumpfbewegung, alles wie gehabt. Beine, jo. Lässt sich gut positionieren. Kopf natürlich auch. Beweglich wie immer. Wir kommen zum direkten Größenvergleich. Egal wie man es dreht und wendet, wie sehr man auch den kleinen Kerl streckt hier, der Classics Cobra Khan bleibt und ist einen halben Kopf größer. Dafür hat der Kleine hier umso mehr zu schleppen an seiner Riesenwaffe. Ich wundere mich fast, dass diese schmale Figur diese Mega-Waffe überhaupt halten kann. Dafür der mehr muskelbepackte und wesentlich breitere, kräftigere Cobra Khan gibt sich mit dieser kleinen Waffe hier zufrieden. Hat dann noch eine Hand frei, um seinen kleinen Freund zu halten hier. Dann drehen wir die mal ein bisschen. So, schön gerade hinstellen hier. Haltung bewahren. So, bei der 2000er Variante war das eben noch so, dass Nackenschild modelliert war und am Körper befestigt ist. Der Kopf, der wurde einfach lose dazwischen gesetzt. Der konnte sogar noch Wasser spritzen. Kann auch den Mund auf und zu machen. Das ist leider bei der Figur hier weggefallen. Macht aber nichts. Ist ja alles eh ohne Action-Feature, eben nur angedeutet. So, und ich würde mal sagen, es ist letztendlich Geschmackssache, welchen man lieber leihen darf. Allerdings, ihr könnt euch auch mal überlegen, welchen ihr besser findet. Und wenn ihr mir die richtige Antwort sagt, habt ihr eine Woche Sackhüpfen in der Bretagne gewonnen. Ich persönlich würde sagen, ja, der linke ist es vielleicht. Aber der rechte ist es ganz bestimmt. Danke fürs Zuschauen. Das war's für dieses Mal. Freut euch aufs nächste Mal. Und ich freue mich wie immer über Abos, Kommentare und so weiter und so weiter. Bis dann. Erstmal.